Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Harvest Moon, deine Tierparade Let's Plays. Ich bin Nektalin, ihr schaut Lieber Games for You. Gucken, was wir heute zu tun haben. Da bin ich ehrlich gesagt gerade gar keine Ahnung. So, das passt soweit. Genau, wir haben ja hier Hühnerkram gekauft gehabt, das uns eigentlich gar nicht so viel bringt. Was mich auch ein bisschen geärgert hat, wenn ich ehrlich bin. Also nicht, dass wir das gekauft haben, sondern dass wir es gekauft haben und uns absolut überhaupt nicht weiterbringt. Also das ist schon ein bisschen nervig. Das haben wir gegossen. Im Grunde genommen müssen wir, so wie ich das sehe, warten, bis unsere Herzallerliebste aus ihrem Haus rauskommt. Und da können wir in diesem Zusammenhang auch locker flockig mal in die Mine wetzen. Das sollte jetzt nicht so das Problem darstellen. Dann gucken wir einfach mal, dass wir was organisieren. Oder organisiert bekommen. Auf dem Weg dorthin können wir die Leute ja auch mit Pilzen versorgen. So als Geschenk und so weiter. Kurz mal labern und Schenki-Schenki machen. Mann. Was lustig ist, der Schnee in FIFA 14 für die PS4 sieht genauso scheiße aus wie der hier. Also genau der gleiche Schneeeffekt im Grunde genommen. Ist total lustig, das fällt mir gerade erst auf, weil ich jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal Schnee in FIFA 14 gesehen habe. Also das ist ja lustig, überhaupt gar nicht vorangekommen, so von wegen Next Gen und so. So, mal kurz mit ihm labern. Ei, servus. Jo, benutze deine Werkzeuge nicht so sehr, wenn du außer Atem bist. Du fällst noch um. Okay, danke für die Info. Ich habe hier auch was Leckeres für dich, habe ich draußen auf der Straße gefunden. Oh, hier, guck mal, Pilz, ne? Was hältst du mal davon? Oh, danke. Findet er gut? Das ist natürlich irre praktisch. Gucken, was hat der Rolf zu sagen. Hey! Ich habe gehört, dass du jetzt eine Farm hast. Das hast du richtig gehört. Ja, ja, bla bla bla. Du kannst mir auch super gut helfen, ganz bestimmt. Hier, Rolf, was hältst du davon? Oh, schon okay, danke. Also dem haben wir in der Folge schon was gegeben gehabt. Das ist gut zu wissen. Damit haben wir auch gleichzeitig bestätigt, dass man den Leuten nicht mehrmals am Tag was schenken kann. Gucken, was die Trödeltante hier zu sagen hat. Oh, okay. Was ist hier los? Willkommen, wir haben einen neuen riesigen Kühlschrank im Angebot. Du kannst noch viel mehr als zuvor hineintun. Er ist ein bisschen teuer, aber sehr praktisch. Möchtest du einen? Nein, möchte ich nicht. Das Wort teuer hat mich bereits abgeschreckt. Aber laber will ich mal mit dir. Guten Abend. Ritalin, Pia ist heimgekommen. Danke für deine Hilfe. Ich muss zugeben, ich habe mir ein wenig Sorgen gemacht. Sie ist ziemlich selbstständig, darum lasse ich ihr ihren eigenen Willen. Okay. Hier, Barbara. Wow, danke. Es könnte natürlich sein, dass man die einfach nicht heiraten kann und dass sie deswegen auch nur so ein Lalala bekommen hat. Über dem Kopf. So, gehen wir hier mal weiter. Eigentlich ist Harvest Moon ja auch so ein Spiel, was so typisch auf einem Handheld funktionieren kann. Und auch oftmals funktioniert. Gibt ja unzählige Ableger in dieser Richtung. So, man müsste hier jemanden heiraten können von den Shopbesitzern, dass man gleich eine zweite Einnahmequelle hat oder zumindest dann irgendwie Geld sparen könnte. Hallo? Menschen sind stärker, als sie aussehen. Das Leben mag schwer für sie sein, aber sie stehen immer wieder auf. Danke für diese glorreichen Weisheiten. Oh, vielen Dank. Ja, lecker Pilz. Was geht bei dir ab? Hallo?
Wie soll ich das erklären? Die Menschen hier sind so entspannt und sorgenfrei. Ich frage mich, ob das so gut ist. Ja, besser als wenn sie den ganzen Tag hier rumheulen. Danke. Es ist nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe, aber der gute Wille zählt. Ach komm. Der steht anscheinend nicht da drauf. Egal, der kriegt weiterhin Pilze. Fußpilz. Nagelpilz. Und was da sonst nicht noch alles gibt. Hallo Schmiede, da bin ich. Da ist es. Hey, oh! Suche Erz in den Minen, wenn du besseres Werkzeug brauchst. Danke, danke für diese Empfehlung. Wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Oh, danke. Lecker Pilz, da rieche ich gleich mal dran mit meiner großen Nase. Oh, hallo. Claire, hallo. Du kannst viele Dinge aus diesen Minen herausholen. Da wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen. Juhu, danke. Okay, die steht echt auf Pilze. Rennt mal durch die Stadt oder durch eure Nachbarschaft und schenkt allen Leuten irgendwie einen Pilz oder sowas. Ey, da wirst du rucki-zucki, noch bevor du zu Hause wieder die Tür aufschließen kannst, bist du die Nacht über irgendwie im Gefängnis oder sowas. 100%. Oh, der... Was ist hier los? Oh, hallo? Oh, wenn das nicht Rektalin ist. Was ich hier mache? Ja, würde ich gern wissen. Ich repariere die Schienen für die Förderwagen. Wenn ich endlich damit fertig bin, ist man in Handumdrehen in Harmonika. Oh, das ist geil. Ja, klatschi klatschi, sehe ich eh nicht. Aber es geht nur schleppend voran. Und das, obwohl ich den ganzen Tag arbeite. Mein Chef bereitet mir Essen, aber das gibt mir keine Kraft. Ich hätte so gerne leckeres Essen. Wenn ich leckere Sandwiches hätte, würde mir auch die Arbeit leichter fallen. Ah ja, alles klar. Naja, irgendwie wird das schon... Sandwiches, wo soll ich denn Sandwiches herholen, mein Kollege? Sag mal was. Hallo? Es kommt mir vor, als ob die Natur vor kurzem aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das nennt man Winter, Kollege. Winter. Das machen wir ja nicht so ein Ding draus. Und jetzt? Ritalin, hallo, du willst mir die geben? Super, danke, dann probiere ich mal. Ich fühle mich etwas gestärkt. Bring mir mal wieder welche. Ja, alles klar, ist kein Problem. Da haben wir schon jemanden, der da steil drauf geht. Das Problem, was ich aber damit habe, ist, dass wahrscheinlich das jetzt gar nicht so gewertet wird für Freundschaft und so weiter, sondern eher für eine Quest. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Hier entlang. Schön locker flockig. Die Garmone-Mine. Oft waren wir hier, nicht oft das gefunden, was wir wollten. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändern wird bei unserem Ausflug. Da ist auch unser Hammer schon. Hammertime. Okay, Eisen will ich ehrlich gesagt nicht. Hier gehen wir mal weiter hoch. Aufsteigen. Okay, das macht er ja ganz gut gerade. Brauchen wir noch Salz? Ich meine, was wir umsonst bekommen, kriegen wir halt und nehmen es auch mit. Upsala. Okay, egal, aufsteigen. Wird schon schief gehen. Oh. Nein. Für den Kopfhau. Hat's geklappt?
Jep, mit einem Pilz sind wir belohnt worden. Sammeln wir gleich ein. Komm, Pilz die Herde mit. Sehr gut. Hier kriegst du da was, da kriegst du auch was. Nochmal hier mit dem Hammer und da drauf und drauf und drauf. Das Gute ist, jetzt haben wir natürlich schon einigen Leuten Sachen geschenkt. Das ist natürlich auch praktisch. Nur wir sollten wahrscheinlich der Selina keine Pilze schenken. Ich denke, der sollten wir alle Edelsteine und so weiter halt schenken, die wir zur Verfügung haben. Denn sicher ist sicher. Nicht, dass sie dann uns auch nur so, oh, was ist das denn für ein Depp, der schenkt mir gar nicht richtiges. So nach dem Motto gegenübersteht. Da habe ich jetzt auch nicht so die Lust drauf. Aber beim Rest, da können wir einfach verschenken, was wir wollen. Würde ich zumindest sagen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich denke, jetzt mit dem Tischler und so weiter, dem kannst du ja, ja, ich sag mal, das Feuchte unter dem Fingernagel schenken irgendwo. Oh nein, die Batterie ist alle. Ja, da würde ich aber sagen, dann machen wir auch mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.